Okay, und wir machen uns einfach ein kleines bisschen warm und dann gehen wir an die Technik. Okay? Wir starten einfach mal hier locker, springen auf der Stelle. Wir drehen mal die Hüfte nach links und rechts. Weiter auseinander, gehen mit den Händen runter an den Boden, halten erstmal kurz. Dann gehen wir noch ein bisschen weiter. Und einmal das linke Knie beugen. I'm going to go to my ear.
beide Arme auf und geh nach links und rechts im Wechsel. Dann halten wir beide Seiten. Wir kreisen nochmal die Arme. Nach hinten. Entgegengesetzt. Zwischendrin. Wir nehmen die Arme über den Körper zusammen, gehen dann weit auf, ein Arm hoch, ein Arm runter, gehen wieder zusammen und dann auf der anderen Seite.
Schultern nach vorne. Nach hinten. Okay. Nimm einmal den rechten Arm nach links rüber. Rechter Arm geht hoch, linker Arm geht oben drauf und wir ziehen nach hinten. Noch einmal, schließen die Beine und gehen auf die Seite rüber. In die Mitte, wechseln und auf die andere Seite. Technik erst für die, also Boxtechnik, und gehen dann nachher an die Kicks. Also, wenn ihr habt, wenn ihr möchtet, dürft ihr Handschuhe anziehen. Wenn nicht, geht auch ohne. Okay, wir starten mit einfach mal so den Basic-Schlägen, heißt zwei gerade, zwei Haken, zwei Uppercuts. Jeweils links und rechts. Sieht folgendermaßen aus. Gerade nach vorne, gerade nach vorne, Haken, Haken, Uppercut, Uppercut. Ja, also wir haben zwei Schläge, die gehen einfach gerade nach vorne. Zwei Schläge, die kommen gedreht. Und zwei, die kommen von unten. Wichtig, wir sind nicht in einem Actionfilm, deswegen sind Haken nicht sowas, ja, wie das da immer aussieht, sondern die sind eigentlich recht klein von dem Bewegungsradius. Also die gehen aus der Deckung gar nicht weit weg vom Kopf. Ja, ich gehe jetzt hier nicht mega weit, sondern bin hier recht eng und sind einfach Schläge, die aus der Hüfte viel kommen und einfach im Infight auch eher benutzt werden, wenn man nah am Gegner dran steht, nicht wenn man weit weg ist. Okay? Also wir gehen einmal in die Kampfstellung und wir schlagen linker Arm gerade nach vorne, rechts, linker Haken, rechter Haken,
linker Uppercut, rechter Uppercut. Und zurück. Und stabil stehen. Deckung oben halten. Auf. Linke gerade, rechte gerade. Linker Haken, rechter Haken. Linker Uppercut, rechter Uppercut. Und zurück. Und links, rechts, 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 links, rechts. Okay. Wichtig ist, dass ihr dabei wirklich auch die Hüfte mitnehmt, ja? Weil wir brauchen nicht viel Kraft in den Armen haben, wenn wir die Hüfte nutzen. Bestes Beispiel dafür, wenn ich jetzt einen Schlag setze und ich mache den mit Kraft und einfach mit Schwung, ja, dann wackelt das Ding hier ganz schön in der Gegend rum. Aber wenn ich davon 10 Stück mache, dann habe ich keine Power mehr, weil ich viel Muskelkraft nutzen muss. Wenn ich den gleichen Schlag mache, aber ich nutze meine Arme und ich nutze meine Hüfte, keine Kraft, nur der Arm streckt und die Hüfte gibt dem Schwung, dann fällt das Ding. Ich kann aber davon ungefähr 100 Schläge machen und bin nicht tot. Deswegen nutzen wir die Hüfte. Und hier ganz großen Wechsel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ihr seht, mein Gürtel, der fliegt von links nach rechts, weil die Hüfte einfach viel mitbewegen muss. Okay? Gut. Wir machen diese 6 Schläge im Stil vom Schattenboxen. Das heißt, ihr bewegt euch einfach ein kleines bisschen, seid ein bisschen in Bewegung, bewegt euch und macht dann irgendwann diese 6 Schläge in eurem Tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Achtet auf eure Hüfte, dass die sich schön mitbewegt und dass eure Hände immer wieder zurückgehen zur Deckung. Ja, nicht so. Dann fliegen sie irgendwo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es ist immer eine Hand Minimum am Kinn. Okay? Und im Schattenbox. Und los geht's. Jetzt unsere Kombinationen. Okay? Machen wir kurz die Musik ein bisschen leiser. Okay. Wir machen es immer folgendermaßen. Ich zeige euch die Kombi. Dann machen wir die Kombi zusammen. Locker. Und dann macht jeder für euch die Kombi so wie jetzt gerade eben die 6 im Schattenboxen. Ja? Einfach bewegen, Technik machen, zwischendrin auch mal drehen und die Richtung ändern. Okay? Erste Kombi, ganz simpel. Wir machen Jab, Cross, gerade, gerade. Und dann Haken, Uppercut. Ja? Anstatt jetzt noch den zweiten Haken und den zweiten Uppercut zu machen, machen wir von denen jeweils nur einen. Die Arme wechseln. Links, rechts, links, rechts. Okay? Machen erst zusammen. Und links, rechts, links,
rechts. Immer drauf achten, eure Hand geht, nachdem sie was gemacht hat, immer wieder zurück ans Kinn, direkt. Das ist einfach eure Sicherheit. Wenn eure Hand von hier erst da runter geht, bevor sie zurückgeht, seid ihr in dem Moment hier komplett offen und könnt einen einfangen. Ja, deswegen. Zu. Da ist keine Chance, dass sie getroffen werden. Okay? Und nochmal. Links, rechts, links, rechts. Und links, rechts, links, rechts. Links, rechts, links, rechts. Okay. Sitzt. Passt, oder? Gut. Dann Schattenboxen. Jeder für sich. Einfach ein bisschen bewegen. Ja, auch so ein bisschen mal mit den Schultern arbeiten. Ein bisschen Bewegungsarbeit machen. Und dann einfach bam, 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 bam. Viel Techniken und wieder bewegen. Okay? Und los geht's. Lockern. Gut. Nächste Kombi ist jetzt tatsächlich ein bisschen was, wo der Haken mal anders genutzt wird. Und zwar ist das so ein bisschen die Art von Haken, die Mike Tyson so gern benutzt hat. Ja, dieser etwas reingesprungene Haken. Er ist zwar dann immer noch eng an seinem Gegner, der Unterschied ist, er ist nicht von Anfang an eng. Er steht nicht Anfang an näher und musst du den Haken machen, sondern er steht erst ein bisschen weg vom Gegner und springt den Haken rein. Und das machen wir jetzt auch. Was wir machen, folgende Kombination. Jab, Cross, Jab, Haken, Haken. Und den zweiten springen wir so ein bisschen nach vorne rein. Also von der Kombi. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Guckt, dass das hintere Bein nicht vorkommt. Also ihr macht nicht den Hakenschritt, sondern ihr dreht euch raus. Haken, springt rein, boom, und dann stehe ich weiterhin vorne. Okay? Locker. Vorne. Check. Cross. Chap, Haken, Haken. Und ein bisschen auf die Seite mit rüber gehen. Und nochmal. Chap, Cross, Chap, Haken, Haken. Und Chap, Cross, Chap, Haken, Haken. Okay. Verständlich? Okay, dann jeder für sich im Schattenbox. Und los. Okay, gut. Darauf achten. Das passiert ganz gern mal. Ja, jetzt kommt der Chef und guckt auch zu. Auf eine Sache müsst ihr ein bisschen achten. Und zwar, wenn ihr jetzt zwei Haken macht, das passiert ganz gern mal, dass man dann unkoordiniert wird. Ja, also dass sie von hier aus quasi wie so ein Haken 1, Haken 2 und dann rotiert ihr im Oberkörper und lasst aber die Ellbogen hier oben.
Und das ist natürlich ganz fatal, weil dann ist hier unten alles offen. Das bedeutet, wenn ihr den Haken macht, den ersten Haken kommt, dann geht der auch wieder zurück an den Körper und dann kommt der zweite nach vorne reingesteppt. Ja, und da dann auch direkt wieder zurück, weil durch die Ellenbogen hier am Körper macht ihr euren Körper dicht, dann könnt ihr nicht getroffen werden. Ja, deswegen von hier aus 1, 2, 3, Haken, Körper, reinspringen. Und der darf gern richtig actionfilmmäßig viel Schwung haben, weil der eben aus diesem Sprung auch rauskommt. Okay? Gut. Eine Kombi noch für die Hände, dann gehen wir an die Beine. Wir starten von hier mit einem Cross. Ja, wir nehmen direkt die Hüfte von hinten, um einen langen Punch zu machen, der auch Power hat. Wir machen einen Cross, von hier aus einen Haken, bei dem wir uns drehen und dann drehen wir weiter und nehmen eine Spinning Backfist. Also von hier Cross, hinteres Bein dreht raus, Haken, dann drehen wir weiter, Spinning Backfist. Genau. Und noch einmal. Cross. Wir drehen einen Haken. Weiter drehen, Spinning Backfist. Genau. Und noch einmal. Cross lang. Haken reindrehen. Weiter drehen, Spinning Backfist. Genau. Und auch nach dieser Spinning Backfist wieder zurück in die Deckung. Noch einmal. Cross. Haken, Spinning Backfist. Und Cross, Haken, Spinning Backfist. Okay, das war jetzt Schritt für Schritt. Und jetzt möchte ich, dass ihr eine fließende Bewegung draus macht. Also von hier, 1, 2, 3. Ja, ihr stoppt nicht nach dem Haken, sondern ihr zieht den Haken und weiter zur Backfist. Okay? Im Schattenboxen, jeder für sich. Und los. Okay, bevor ihr einen Drehwurm kriegt, bevor euch schwindelig wird, hören wir da auf. Martin, du darfst die Handschuhe gern ausziehen und dann brauchen wir den Stuhl. Okay, wir nutzen den Stuhl einfach nur als kleines Hilfsmittel, um mal diesen Gleichgewichtspunkt wegzulassen, um wirklich mal auf die Muskulatur zu gucken, die es braucht, wenn wir jetzt diese Kicks machen wollen. Wir starten mit dem Front Kick. Das heißt, wir stellen uns neben den Stuhl, nehmen ein Bein nach vorne und jetzt gehen wir mit dem hinteren Bein nach oben, halten hier und auch da ziehen wir schon die Zehen an. Dann halten wir hier, dann strecken wir das Bein und ziehen wieder ran. Beim Ranziehen darauf achten, dass jetzt euer Knie, das ist oben, Kick oben bleibt. Nicht Kick runter. Ja? Oben, Kick, oben bleiben, dann ab. Okay? Ihr dürft den Kick schnell machen. Ihr müsst ihn jetzt nicht lang halten, ihr dürft ihn schnell machen, aber achtet bitte drauf, dass ihr einmal Knie hoch, oben, Kick, oben und dann erst ab. Ja? Und fürs Gleichgewicht habt ihr den Stuhl, der euch erstmal noch helfen kann. Okay? Wir starten mit einem Bein. Stellen uns hin und hoch, Kick oben halten,
Und ab. Hoch, Kick oben halten und ab. Hoch, Kick oben halten und ab. Hoch, Kick oben halten und ab. Und hoch, Kick oben halten und ab. Okay, wir gehen auf die andere Seite, nutzen das andere Bein. Wir gehen hoch, Knie zieht schön weit nach oben, Kick, oben halten, ab. Hoch, Kick, ab. Hoch, Kick, ab. Hoch, Kick, ab. Hoch, Kick, ab. Okay. Kleine Zwischenanmerkung, ich klaue euch mal. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, wie wir den Kick machen, was unseren Fuß angeht. Einmal ist das hier der Frontkick und einmal ist das hier der Frontkick. Ja? Der hier ist der sicherere für uns selber, der ist allerdings mehr so zum Gegner wegpushen. Der kann auch schon wehtun, wenn man da natürlich mit der Ferse trifft, kann der auch schon sehr wehtun, ist aber mehr so, der ein bisschen den Gegner auf Abstand bringt, wenn man ein bisschen Distanz halten möchte oder der Gegner kommt und man möchte ihn stoppen. Ja, dann nimmt man so ein bisschen den hier. Der effektivere, weil der punktueller ist, das ist der da. Ja, mein Fuß ist gestreckt, meine Zehen ziehen an und ich treffe mit dem Ballen. Ja? Das ist auch der, den wir im Karate eher nutzen, ja, diesen Ballen. Aber es funktionieren beide. Einfach nur, dass ihr auch drauf guckt, was möchte ich machen? Möchte ich effektiv den Gegner wegstoßen, Distanz machen oder will ich wirklich vielleicht aufs K.O. raus? Okay? Gut. Wir gehen wieder an den Stuhl, stellen uns seitlich. Und was wir jetzt machen, wir nehmen hier ein Knie nach oben und kippen das hier rein. Richtig reinkippen, sodass der Fuß hier oben ist. Und von hier aus gehen wir dann seitlich raus, schnappen die Bewegung und wieder zurück. Wichtig ist erstmal diese Bewegung, Kick und wieder in diese Bewegung bleiben. Dann runter. Euer Knie gibt immer an, wo euer Fuß hingeht. Wenn ihr euer Knie nach unten dreht, ja, bestes Beispiel, wenn ich jetzt mein Knie nehme und ich mache so, dann kommt mein Fuß jetzt zwar ein bisschen weiter nach oben, der Kick, der geht aber nach unten. Es ist einfach nur ein einfaches Scharniergelenk, da passiert nicht mehr, das ist wie hier im Arm, es geht nur diese Bewegung. Das heißt, wenn ich mein Knie nach oben ziehe, dann geht auch zwangsläufig mein Fuß hoch. Wenn ich mein Knie nach unten nehme, geht mein Fuß nach unten. Deswegen jetzt wichtig, dieses Reindrehen vom Knie. Halten, Knie nach oben nehmen. Jetzt wirklich schön drauf gucken. Entweder richtet ihr das Knie nach oben aus oder ihr dreht wirklich rein. Und Kick, wieder oben halten und ab. Hoch, Spannung halten, Kick und ab. Hoch, Kick und ab. Hoch, Kick und ab. Okay, wir gehen auf die andere Seite. Wir ziehen hoch, Kick und ab. Hoch, Kick und ab. Hoch, Kick, ab. Hoch, Kick, ab. Okay. Merkt euch diese Position. Ja, weil das ist das Wichtige fürs Knie. Wenn wir es nachher in den Kampf mit einbauen, ist es praktisch,
Wenn ihr die erste Bewegung macht, die wir für den Frontkick gemacht haben, dass sie nach oben gehen, das hat einfach einen ganz einfachen Grund. Wenn ich mit euch kämpfe und ich stehe frontal vor euch und ich mache so, dann habt ihr keine Ahnung, welcher Kick kommt. Weil aus dieser Position heraus kann ich den Frontkick machen. Aus dieser Position heraus kann ich den Sidekick machen. Aus dieser Position heraus kann ich den Roundhouse-Kick machen. Aus dieser Position heraus kann ich den Hackenkick machen. Aus dieser Position heraus, wenn ich da einfach nur Schwung mit nach oben nehme, kann ich auch den Axtkick machen. Ja, also mein Gegner kann nicht allein an meinem Knie feststellen, was ich mache. Während, wenn ich das hier mache, relativ klar ist, dass das wahrscheinlich ein Roundhouse-Kick wird. Okay? Gut. Nummer 3, der Sidekick. Wir stellen uns hin, haben auch wieder den Stuhl vor uns. Wir starten mit dem rechten Fuß. Wir schwingen. Wir schwingen einfach mal nur den Fuß. Darauf achten, dass ihr jetzt schon Spannung im Fuß habt. Die Zehen anziehen. Ja, die Zehen anziehen und den Fuß quasi in dieser Position hier halten. Und dann hier unter Spannung einfach schwingen. Und dann gehen wir hier einmal hoch und halten. Und dann wieder schwingen. Hoch und halten. Spannung im Fuß. Und schwingen. Oh. Hoch, Spannung halten und wieder schwingen. Okay, wir wechseln das Bein, Spannung in den Fuß und schwingen. Und hoch, halten und schwingen. Und hoch, halten und schwingen. Und hoch, halten und schwingen. Okay, wenn wir das jetzt so machen, ja, dann kommt der Tritt natürlich auch von unten gegen den Kopf. Und das ist ja nicht das, was wir machen wollen. Wir wollen ja auch Power da reinbringen. Das heißt, die Bewegung an sich ist die gleiche wie die für den Frontkick. Wir ziehen das Knie hoch, nur anstatt dann nach vorne zu gehen, gehen wir eben auf die Seite raus. Dann nutzen wir auch die Hüfte ganz viel dazu. Und das machen wir jetzt. Wir stehen wieder hinter dem Stuhl, nehmen das Bein an der rechten Seite nach oben und von hier aus gehen wir jetzt den ganzen Weg hier rüber und pushen das Bein raus. Dann gehen wir wieder zurück. Auch wieder oben halten und dann ab. Hochziehen, seitlich raus. Und von hier, schaut mal, meine Hüfte ist jetzt direkt hinter dem Stuhl. Wenn ich hier hochgehe, bleibt meine Hüfte hinter dem Stuhl. Sobald ich hier aber anfange, drückt meine Hüfte zur Seite raus. Und das ist, was der Hüfte, dem Kick die Power aus der Hüfte gibt. Dass ich meine Hüfte von hier so ein bisschen mit rausschiebe. Okay? Gut. Wir halten uns fest. Gehen einmal hoch. Schieben zur Seite raus. Hüfte geht mit, Fuß streckt. Zurück. Knie oben halten. Und ab. Wir gehen hoch, zur Seite raus, ziehen ran und setzen ab. Gehen hoch, zur Seite raus und wieder ab. Okay, wir machen es auf der anderen Seite. Wir gehen hoch, zur Seite raus, Zehen anziehen. Wieder nach vorne, Knie halten und ab. Hoch, raus, zurück, ab.
ein letztes Mal. Hoch. Raus. Zurück. Und an. Okay. Wir machen eine Übung ohne den Stuhl. Und zwar machen wir nochmal den Frontkick. Und jetzt versuchen wir das, was wir gerade eben durch den Stuhl genommen haben, also das Gleichgewicht zu halten, versuchen wir jetzt selber. Das bedeutet, wir stellen uns einfach hin. Mal kurz weg hier. Wir stellen uns hin, nehmen ein Bein nach hinten und jetzt gehen wir von hier nach oben, halten die Spannung, halten das Gleichgewicht, Kick, oben halten und dann absetzen. Okay? Hoch, Spannung halten, Kick, oben halten und dann kontrolliert absetzen. Und hoch, Spannung halten, Kick, Knie bleibt oben und dann ab. Kürzt euch nicht ab beim Kick. Macht jetzt nicht aus Angst, dass ihr wackeln könntet, nur so einen kurzen Kick. Ja? Sondern wirklich von hier hoch, langer Kick und dann ab. Hoch, langer Kick und dann ab. Okay? Jeder fünfmal rechts, fünfmal links. Und los. Wir lockern ein bisschen, nehmen einmal die Hände an die Hüfte, kreisen ein kleines bisschen die Hüfte. Richtungswechsel. Gut, wir stehen schulterbreit, schieben die Hüfte ein bisschen nach vorne, nach hinten, nach links. Rechts. Gehen einmal runter auf die Knie. Füße bleiben gerade nach hinten. Und wir rutschen mit den Knien ein bisschen auseinander. Und schieben die Hüfte runter zum Boden. Gut. Kommen langsam wieder nach oben. Schütteln einmal die Beine aus. Und dann sind wir tatsächlich auch schon fertig für heute. Us, danke fürs Mitmachen. Ich stoppe hier oben.